Hallo und herzlich willkommen hier am Altusplateau. Ich hatte mich hier schon mal hin teleportiert, weil wir endlich das Altusplateau weiter erkunden wollten. Eigentlich. Ich dachte auch, dass ich von der letzten Aufnahme her schneller wieder eine Aufnahme machen kann. Dazu ist es migränetechnisch nicht gekommen. Deshalb habe ich jetzt schon eine Antwort auf eine Frage erhalten. Und zwar geht es hier um... um Fia und ja, ich hatte mich gefragt, ob wir ihr tatsächlich dieses Fluchmal des Todes war es, glaube ich, geben sollten oder ob das negative Konsequenzen für uns haben könnte. Da wurde mir gesagt, na, gib ihr das ruhig und dann sollen wir noch ein bisschen mit ihr quatschen. Ich glaube, immer von Ort vom Ort der Gnade zum Ort der Gnade quasi reisen oder rasten, um neue Dialoge zu bekommen und guck mal, sie beobachtet uns sogar wirklich. Guck mal, wie ihr Kopf mitgeht. Ja, das würde ich jetzt zuerst eben einmal machen. So, Hallöchen. Ich würde mich gerne von dir wieder halten lassen. Hat ja schon so ein bisschen Tradition, ne? Wobei ich das hier auch immer noch nicht als Thron anerkenne, wenn ich ehrlich bin. Ich erkenne hier wirklich noch nicht den Thron. So, Fluchmal des Todes überreichen. This is the other Hallobrand. How did you... Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second, illustrious life. You are my, our, true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. Segen des strahlenden Firmaments. Geheimsprechen. I will soon lay with Godwin, and it will surely stir within me the new life of the Golden Prince and first dead of the demigods as the rune of those who live in death. Please, do one thing for me. Brandish this child, my rune. And take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. I will soon lay with Godwin to conceive my child, the rune. Brandish my rune and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming. Okay, was so richtig ihre Rune dann bewirkt, verstehe ich noch nicht. Aber das werden wir dann vielleicht sehen. Okay, erstmal. Danke fürs Halten, meine Liebe. Du wirst dich bald zu Godwin legen. Ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall in Metaphern gesprochen. So, das hier müssen wir eben einmal benutzen. Und das hier können wir einfach im Inventar halten, hatte ich gelesen. So, hier. Das ist, was wir die ganze Zeit bekommen hatten. Und das ist jetzt neu. Schutz eines verborgenen Tempels in Gestalt eines Schlafgemachs. Okay. Dieser Segen ist extrem selten. Verbraucht FP, um vorübergehend das Gleichgewicht zu erhöhen. Der Effekt hält länger an als eine bloße Gunst. Es heißt, eine Gefährtin auf dem Sterbebett gewähre diesen Segen nur ein einziges Mal in ihrem ganzen Leben und ausschließlich an einen auserwählten Helden. Dieser Segen ist nämlich der einzige, den sie aus eigenem Antrieb spendet. Aha, das ist auf jeden Fall interessant. So, den hier würde ich gerne einmal verbrauchen. So, also ich hatte gesagt, sie spricht ein bisschen in Metaphern. Ich wollte so ein bisschen für mich selbst enträtseln, was sie denn jetzt so uns sagt. Und wenn sie sagt, ja, ich lege mich zu Godwin. Godwin ist ja irgendwie tot. Also heißt das, sie will selber sterben? Das weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den Segen des strahlenden Firmaments benutzen muss, damit ich was Neues an Dialog mit ihr bekomme. Wir schauen mal kurz ein bisschen. Aufgrund dieser, ja, Animation des Haltens kann das hier dann immer ein bisschen dauern. Sollte aber nicht schlimm sein. Okay, das ist jetzt wieder der normale Segen des Firmaments. Aha. But I am satisfied.
I choose to lie with Godwin of my own will. Not the remains of one chosen for me. And I will bear a child who will inherit your warmth too. What greater blessing could there be but to be born a deathbed companion? Ich weiß echt nicht, was sie damit meint, dass sie ein Kind irgendwie bekommt. Warte, hier. Warte. Ich werde ein Kind unter dem Herzen tragen. Fia, ich... Was? Funktioniert hier die Befruchtung ein bisschen anders? Und du kannst im Tode gebären? Oder... Ja, sehe ich hier zu viel? Ist das eine Metapher, die ich nicht verstehe? So, erstmal müssen wir wieder hier den Segen loswerden. So. Und, ja, dann lassen wir nochmal kurz ein bisschen Zeit verstreichen. Ich bin so verwirrt. Naja, okay. Wir werden es schon noch herausfinden, was sie uns dann hier jetzt mitteilen möchte. So. Ich glaube, sie bewegt sich noch. In den Traum des Sterbebetts eintreten? Weiß nicht, ob ich das möchte, aber klar. Mit diesem Fliegengeschwirre, was man die ganze Zeit so gehört hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Ah! Warum träumst du von einem Drachen? Jetzt verstehe ich, was die meinen mit Drachenkampf. Oh, ist das hier Todesfest? Ich treffe hier einfach nichts. Junge, wie treffe ich dich denn? Aua. Boah, ich sehe gar nichts. Okay, wir waren viel zu nah. Gar nichts gesehen. Lichtdrache Fortisax. Okay, wir starten direkt hier mit einem Bosskampf. ist das jetzt eine Metapher für den inneren Kampf? Oder ist das ein echter Drache? Kann ich meine Runen hier? Nee, okay, die sind schon in dieser Welt hier. Okay. Ich hab Fragen, Fia. Ich hab ganz große Fragen. Die Sache ist, wenn wir diesen Drachen besiegen, wird das noch erklärt werden, was das hier zu bedeuten hat? So. Okay. Wir müssen schauen, wie wir gegen den hier überhaupt vorgehen. Ich würde meine Runen eben einmal einsammeln. So. Oh, Todespest. Das finden wir nicht so cool. So, dann... Oh, okay. Kann ich... Oh, guck mal, ich kann ihn an seinen Füßchen gar nicht treffen. Sieht das so aus? Nee. Ich glaube, ich muss ihn an seinem Kopf treffen. Na doch, ich... Okay. Ich hätte trinken müssen. Okay, doch, ich kann ihn an seinen Füßchen erwischen. Ich glaube, also er hat auch gar nicht so viel Leben jetzt gerade. Ich glaube deswegen, wir können den gut besiegen. Ich glaube, ich sollte einfach dieses automatische Gegner anvisieren, hier an der Stelle ausmachen. Oder tatsächlich versuchen, seinen Kopf zu erwischen. Das ist die andere Alternative. Wir könnten natürlich mal schauen, dass wir einen Drachen tatsächlich so killen. Aber das wäre ja zu einfach, ne? Wir machen das auf unsere Art und Weise. Ja, mal schauen, dass wir diese Animation hier nicht noch häufiger sehen müssen. Auch wenn es ganz schön ist, dass wir irgendwie sie umarmen. Ich meine, das ist die einzige körperliche Nähe, die wir hier wahrscheinlich in Elden Ring bekommen werden. Oh, wir blitzen.
Wie war das mit der automatischen... Oh Gott. Gegneranvisierung ausmachen. Okay, er hat uns targetet. Glaube ich. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Das sah ja so heftig aus. Ich möchte einmal anmerken, dass Latenna the GOAT ist. Legende zu Fall gebracht. Okay, dafür war der Kampf zu leicht. Okay, Echo des... Nein, meine Runen habe ich auch nicht eingesammelt. Nein. Da müssen wir uns gleich anschauen. Ah, dass man immer automatisch aus diesen Gebieten raus teleportiert wird. Mann. Ja gut, meine Runen bleiben dann wohl... Ah, nee, warte, liegen die doch da hinten? Kann ich sie... doch einsammeln. Und ich hätte sie vorher sich... Oh, ich hätte sie doch vorher sicher einsammeln können. Naja, ist ja jetzt nicht schlimm. Wir haben ja diesen Versuch geschafft. Und bekommen unsere Runen ja jetzt am Ende zurück. Wir haben ja nichts verloren. Boah, der gab 90.000 Runen. Ne? Das schmeckt richtig. Ja, das Bild hier verstehe ich immer noch nicht so ganz, was wir hier auch sehen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin ehrlich, ja, ein bisschen hier dieser schuppige Bereich könnte so ein bisschen Überreste von einem Drachen sein, aber das hier vorne... Oder ist das hier sogar Godwin? Wenn ich jetzt so gucke... Das könnte der Kopf... Na, wobei, vielleicht interpretiere ich hier zu viel rein. Ich erkenne es nicht. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich hab keine Ahnung. Aber das eine hier könnten zwei Augen sein. Aber... Ja, was das hier ist, ja, keine Ahnung. So, sie liegt da jetzt ganz. Bevor wir aber ein böses Erwachen haben und irgendwie nochmal einen Kampf haben, würde ich die Runen verwenden. Und zwar in Geschick. Ja. So. Wir haben jetzt noch 2000... Warum kann ich das gerade nicht sagen? 32.000 Runen. Brauchen 61.000. Boah, das ist so schnell gestiegen hier, ne? Wie viele Runen man braucht. Was wollte ich sagen? Ja, wir werden gleich mal schauen, ob wir vielleicht mit goldenen Runen das ein bisschen aufrüsten können. Aber 30.000 zu verlieren tut weniger weh als 90.000, deswegen... Heilrune erhalten. Okay. Heilrune des Todesprinzen. Ist das dieses Kind, von dem du gesprochen hast, dass du gebären wirst? Nein, stopp. Das hat sie. Gebären hat sie selber nicht gesagt. Sie hat gesagt nur, dass sie ein Kind unter dem Herzen trägt. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen schauen, ja? Ein bisschen hier Sachen verstehen. Also erstens, ja, wir können auf jeden Fall gleich nochmal eine Stufe aufsteigen, aber wir schauen mal kurz. Ein in den Erdenbaum gehauenes Echo des Lichtdrachen Fortisax. Die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden. Ja gut, dasselbe wie immer mit diesen Echos, okay. Nachdem Godwin, der Goldene, zum Prinzen des Todes geworden war, kämpfte der alte Drache lange und erbittert gegen den inneren Tod seines Gefährten. Ich glaube, ich brauche hier ein bisschen Nachhilfe. Mhm. Der Kampf fand keinen Sieger und beide Seiten siechten einfach dahin. Wir hatten ja schon auf jeden Fall gehört, dass bei Godwin nur die Seele, glaube ich, tot war. Bei Rani war es der Körper.
Und bei Godwin die Seele. Und der Drache ist jetzt irgendwie der Gefährte? Ja, innere Tod seines Gefährten, okay. Und der wollte dann auch den körperlichen Tod von Godwin erreichen, hat aber nicht gewonnen, oder? Okay. Was ist das hier eigentlich? Ach, Redekopf. Ah ja, okay. So. Das haben wir. Und dann müssen wir mal schauen, hier wegen der Rune, die wir bekommen haben. Wir sollten auch mal schauen, ob wir vielleicht aufsteigen hier können. Ne? So, jetzt muss ich mal hier schauen. Rune der Ungeborenen. Nee, das ist von Renala. Wo ist das, was wir gerade bekommen haben? Da. So. Eine Rune, die in Fia herangereift ist. Okay, das ist das, was in ihr... Ja. Okay, ja. Der Gefährtin auf dem Sterbebett. Der Eldenfürst ist damit in der Lage, den zertrümmerten Eldenring wiederherzustellen. Wird aus den zwei Halbkreisen des Weihezeichens zusammengesetzt und macht das Prinzip des Lebens im Tode zum Teil der Ordnung. Ist das die Rune, die Marika rausgenommen hat? Aber dann macht das Prinzip des Lebens im Tode zum Teil der Ordnung. Also gibt es den Tod dann wieder oder gibt es ihn dann nicht? Die goldene Ordnung wurde durch die Einschränkung des Schicksaltodes erschaffen. Folglich wird der Tod die neue Ordnung entscheidend prägen. Ich vermute, dass es den Tod wieder gibt. Aber, okay. Lassen wir mal hier an der Stelle so stehen. Und wir hatten noch vom letzten Mal offen den einen Stab, den wir bekommen hatten. Den habe ich verzweifelt gesucht. Das habe ich tatsächlich im Schnitt dann gesehen, wo das ist. Da habe ich an der falschen Stelle gesucht. Aber es wurde mir auch noch einmal freundlicherweise geschrieben. Jetzt ist nur die Frage... welcher es denn war? Hier er, des Todesprinzen. Ein Stab mit getrübtem Bernstein, der direkt vom Todesprinzen stammen soll. Verstärkt Todeszaubereien. Die Akademie betrachtet ihn als ketzerisches Objekt, weil er ermöglicht, Zaubereien zusätzlich durch Glauben statt nur durch Weisheit zu verstärken. Kein Talent. Okay. Mhm. Naja, gut. Okay. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe, okay. Ja, das dazu. Schön, haben wir einfach noch einen Boss hier besiegt. Dann, bevor ich jetzt hier komplett den Faden verliere, wollte ich noch eine Stufe aufsteigen. So. Schauen wir mal, wie viel. Das sind dann... Ah, wir haben sogar zu viel. Upsi, da war ich ein bisschen über... ambitioniert. Naja, haben wir ein paar tausend Runen übrig. Ist dann halt so. Stufenaufstieg und das packe ich in Kraft. Danach würde ich tatsächlich wieder in Kondition gehen. Also ich habe das Gefühl, Schaden machen wir gerade doch genug. Und Ausdauer und auch das Ausrüstungsgewicht zu verbessern ist wahrscheinlich sinnvoll, damit wir auch ein bisschen jetzt dann vielleicht bessere Rüstung und sowas nehmen können. So, ohne dass wir eingeschränkt werden. Okay, als nächstes brauchen wir 62.900 Runen. So. Warum habe ich denn gerade so Probleme damit, diese großen Zahlen vorzulegen? Ich habe nie Probleme damit. Wir schieben es noch auf die Migräne. Die wirkt noch nach. Das ist alles doch davon. Da. So. Okay. Ja. wenn ich jetzt... Prince of Death, take a good long. See the wrath of the Golden Order, the Order's justice writ in blood. This is what's become of your precious witch. Naught but expired meat and bone. This is a proper death, O Prince. Look at this rotten hole. No more children can be got from this useless flesh. Behold, your mother is dead. Ha 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 ha.
This is revenge, you witch. And you, you ghoul. This is the wrath of Dee. War Fia jetzt nicht gerade schon tot? Kollege, weiß nicht, ob es nochmal auf sie reinzustechen notwendig war. Ah, hello. The Rotten Witch is dead. The Golden Order unsullied. Now I can look my brother Darien in the eye. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Darien, now I have no regrets. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Darien, honeyed. Okay, jetzt ist die Frage, will er jetzt sterben? Wir müssen nochmal rasten. Ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber dann quatscht da plötzlich einer von der Seite. Da musste ich jetzt natürlich nachschauen. Ich hab den jetzt schon wieder voll vergessen. Okay, der hat vier. Aber ist die Frage, war Fia nicht eh schon tot? Ich weiß halt nicht, ob dieses ich leg mich zu ihm einfach nur ist. Ja, ich sag mal so. Damals hat man zum Beispiel gesagt, wenn man das Bett geteilt hat oder sich zu jemanden legt, beischlaft, dass man wie sag ich das, ohne dass das YouTube meckert nachher. Ach komm, ich kann es einfach sagen. Elden Ring ist eh ab 18, dann wird das Video ab 18 eingestuft, ist egal. Auf jeden Fall, wenn man ein Kind zeugen möchte. So kann ich das ausdrücken. Toll. Dass das die Bedeutung ist. Meinte Fia jetzt das, dass sie das mit Godwin tut? Oder war das eine Metapher für, dass sie auch sterben wird? Sie hat ja keine Regung mehr von sich gegeben. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob dieser Prozess dieses Heranreifens dieser Rune quasi so viel Kraft erfordert hat, dass sie einfach nicht bei Bewusstsein war. Oder war sie tot? Ich meine, was dafür spricht, dass sie nicht tot war, war, dass wir noch nicht ihre Kleidung bekommen haben. Jetzt haben wir sie schon bekommen. Ich bin ein bisschen überfordert mit dem, was tatsächlich geschehen ist. Aber, naja, hätte ich das verhindern können, dass Fia stirbt? Unzertrennliches. Ich schließe daraus, dass er auch tot ist. Was ist hier passiert? Okay, dann müssen wir jetzt doch einmal schauen. Guck mal, ich hätte nach 20 Minuten toll die Folge beenden können. Jetzt sind wir schon bei 25. Mann. Wir haben ein Schwert bekommen. Irgendwie, da muss ich eben kurz gucken, ob ich das finde. Ja, ich hatte auch in den Kommentaren darüber gesprochen, beziehungsweise wurde mir auch geraten. Ich kann ja auch Sachen einfach in die Truhe packen, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Kann ich demnächst wirklich mal machen. Ich glaube, es war dieses Schwert hier. Ein aus Silber und Gold geschmiedetes Schwert. Diese heilige Waffe ist für die Jagd auf jene, die im Tode leben. Verursacht Heiligschaden. Die unzertrennlichen Zwillinge fanden Zuflucht bei der Goldenen Ordnung, die sie als einzige nicht wie verfluchte Scheusale behandelte. Ja, okay, das war tatsächlich die richtige Waffe. Talent, heilige Klinge. Erfüllt die Angriffe der Waffe mit heiliger Essenz und verschießt ein goldenes Klingenprojektil. Die heilige Essenz bleibt eine Zeit lang in der Waffe erhalten. Ja, dann gibt's noch Rüstung. Fia. Eine schwarze Stoffkapuze, die den gesamten Kopf bedeckt. Fia, die Gefährtin auf dem Sterbebett, trug sie auf der langen Reise nach ihrer Verbannung. Der Stoff selbst ist weich wie Seide. Jetzt muss ich nur wieder finden, was denn hier jetzt der Helm war. Wir haben ja ganz interessante Helme, möchte ich einmal nochmal anmerken. Oder Kopfbedeckungen. Das sind ja nicht alles Helme. Ja, Siluvis. Okay, ich habe das Gefühl, seinen Helm sehe ich nicht, wenn es denn einen Helm gab. Doch. Ich glaube, das ist er.
stammt von dem als die bekannten Duo, ja. Jeder Zwilling besitzt einen Körper. Ja, okay. Naja, nee, ich glaube, das ist die normale Rüstung, die wir eh schon hatten. Müssen wir mal kurz schauen, ob ich hier noch... Afias Robe hätten wir noch. Der Stoff selbst ist weich wie Seide und so dünn, dass ihr in ihrer Umarmung jeden Herzschlag und jedes Quäntchen ihrer Wärme spürt. Okay, so. Ach, stimmt. Da war ja was. Oder haben wir jetzt einfach nur die Zwillingsrüstung zurückbekommen? Ich glaube, wir haben einfach nur die Zwillingsrüstung zurückbekommen. Okay. Wir lassen das mal hier stehen. Das ist hier alles ein bisschen tragisch geworden. Aber mir wurde ja schon gesagt, dass hier die, ja, die Geschichten der NPCs eher tragisch enden. So, ob wir in der nächsten Folge tatsächlich mal hier diese Ruinen am Altusplateau erkunden, na, das bleibt noch offen. Irgendwas schiebe ich bestimmt noch dazwischen. Ich kann mal eben hier die goldene Saat einsammeln. Also, warum ich die vorher nicht eingesammelt habe, kann ich euch jetzt auch ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, ich mach's mal einfach jetzt. So. Können wir dadurch ein neues Ding hier bekommen? Nee. Melina? Ey, Leute. Spontan, die Folge hätte bei 20 Minuten enden können. Oder aber wir machen's. Ja, ich tick mal auf 30. Wird's. Melina? Melina? The Earth Tree is close. Only a little further till the foot of the Earth Tree. And the accord is fulfilled. It takes me back. I was born at the foot of the Earth Tree, where Mother gave me my purpose. Though now, everything is lost to me. I have to ascertain for myself the reason for which I live, burned and bodiless. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ich akzeptiere es. So, Flaschen. Nee, das war heilige Träne. Ah, 4 goldene Saat brauchen wir jetzt. Okay. Okay. Danke fürs Gespräch, Melina. Ich weiß nicht, ob wenn wir uns jetzt hier nochmal hinsetzen, wir nochmal ein Gespräch bekommen. Nee. Okay, von ihr bekommen wir immer nur so kleine Häppchen an Informationen. Na gut, so, diese Ruine. Wir können uns ihr endlich widmen. Und schon mal als kleine Planung. Nach der Ruine werde ich, glaube ich, einfach geradewegs hier zum Kartenstück gehen. Damit wir hier wirklich einen vernünftigen Überblick haben und hier ganz in Ruhe Altusplateau erkunden können. Das ist noch ein Kartenstück, was uns fehlt. Und ich sehe hier hinten auch. Da ist ja noch eins. Ja, also das hier werde ich wahrscheinlich noch nicht direkt holen. Also erstmal das hier und dann schauen wir uns wirklich hier in die Richtung um. Und ich glaube, dann mache ich auch einfach diesen Schwenker hier nach links zu Haus Vulcan. So, also vorher mache ich, glaube ich, hier deren Aufgaben. Das ist so mein bisheriger Plan, wenn keine Zwischenfälle kommen. Aber wir haben ja jetzt die letzten Folgen gesehen. Es kommen, glaube ich, mehr als genug Zwischenfälle, was mir sehr gefällt. Also es wird alles ein bisschen, ja, unberechenbarer. Also, es ist, ich bin auf jeden Fall stetig überrascht. Das freut mich sehr. So, an der Stelle beende ich jetzt die Folge. Es tut mir sehr leid, dass die einen Tag zu spät ist, aber mir ging es wirklich nicht gut. Sorry, ja. Heute kommt dann auch noch die Arceus-Folge. Es sind dann 2 Folgen heute, aber ich denke, das sollte passen. Ja, damit. Ciao, ciao.